So, ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen. Nach jahrelangen Ausflügen wollen wir dieses Jahr mal wieder so eine kleine Wanderung starten. Nachdem der erste Vorsitzende Gerhard Hesse die Teilnehmer an der Vogelvereinswanderung begrüßt hatte, setzte sich die kleine, aber feine Gruppe unter dem Geläut der St. Matthäuskirche in Bewegung. Vorbei am alten Bahnhof ging es dann ins Unterland, vorbei an blühenden Äckern, dem Fluss Alme, Wiesen und Felder. Vorbei am Klatschmohn, Holunder oder Buschfindröschen führte uns der Weg zum Rabenwald, ein kleines Wäldchen im Osten von Niederndorf. Über eine kleine Holzbrücke über der Alme war dann Erfrischungspause für unsere vierbeinigen Freunde. Ausgelassen wurde ein erfrischendes Bad und Anschluss zur Erquickung genommen. Ja, bald geht unser hier gar nicht rein. Ja, weiter geht unser gar nicht rein. Füße nass machen. Ja. Denkt sich wahrscheinlich auch bei dem Fell, ne? Lassen wir das mal lieber. Ja, und jetzt alle an die Seite. Bei doch herrlichem Wetter ging es weiter unterm Wiesberg, vorbei am Eisenbahnviadukt, zur kleinen Quelle, wo auch die Zweibeiner eine kleine Stärkung zu sich nahmen. Heinrich hatte ein kleines Fläschchen mit leckerem Likör zufällig in der Tasche und bat jedem ein Schlückchen an. Erst die Damen, dann die Herren, nach Alter gestaffelt. Ja, das haben Sie hier. Da vorne ist der Pin. Und das Schild, auch, da haben sie eine Brücke sogar gemacht. Da vorne, den Hinweisschild. Ach so. Und das andere Schild. Und dann kommt da Gerhard Archi. Ja. Einmal. Oh, der war mit alleine im Wasser, Heinrich. Weiter ging es dann Richtung Dorf, vorbei an uralten Weiden, der Heimat vieler Vögel in der Brutzeit. Aber in einer Weide im alten Astloch hatte sich ein Waschbärpärchen gemütlich gemacht. Vier junge Sprosslinge schauten neugierig aus dem Loch. Leider war es uns nicht vergönnt, sie zu Gesicht zu bekommen. Nach gut 2 Stunden Wanderung durch das schöne Thudorfer Almetal kam die kleine Gruppe am Vereinshaus an. Heiße und kühle Getränke, Steaks, Würstchen, Fritten und selbstgebackener Kuchen stärkten die Wanderer wieder recht schnell. Ein rundum gelungenes Fest. Sind Sie denn alle von einem?